Ich muss sowieso erstmal wieder umskillen. Die lauter Scheiße, die ich eigentlich gar nicht brauche, Coffee. jetzt gekauft. Bin sie am Verkaufen, am Kaufen oder am Anprobieren oder am Verkaufen? Ja, komm, kauf sie dann, komm her, dann machen wir die Mini noch. Was ist das für ein Notfalldroide? Hier spricht Darth Malgus von der Expeditionsflotte. Ich überbringe Grüße aus dem Veragi-Sektor. Ihr habt dem Imperium auf einzigartige Weise geholfen. Jetzt bitte ich euch, eure Macht unserer Armee zu leihen, da uns der Imperator persönlich in den Krieg schickt. Nicht viele Sith behaupten, den Willen des Imperators zu kennen. Das ist ein außergewöhnlicher Umstand, wie ihr bald verstehen werdet. Seit 3 Jahrhunderten hält unser Imperator einen Jedi-Meister gefangen, verlängert sein Leben und seine Leiden. Der Jedi-Meister bewahrte ein Geheimnis. Den Standort der Fabrik, einer alten Raumstation von ungeahnter Macht. Sowohl der Jedi als auch seine Fabrik beschäftigen uns heute. Wo kommt da der Kampf gegen die Republik ins Spiel? Der Imperator versuchte, dem Geist des Jedi den Standort der Fabrik zu entlocken. Aber seit Jahrhunderten widersetzt er sich. Also hat der Imperator ihn freigelassen. Es war abzusehen, dass der Jedi zu seiner Fabrik fliehen und die republikanische Armada mitbringen würde. Er hat uns zu unserem Preis geführt, wenn wir den Mut haben, ihn uns zu nehmen. Den Jedi freizulassen war ein Risiko, aber es kann sich noch bezahlt machen. Wie erreichen wir unseren Feind? Eine Flotte von 30 Zerstörern der Terminus-Klasse versammelt sich. Trefft euch mit Moff Fenya auf dem Flaggschiff, von wo aus er den Angriff koordiniert. Wir werden die Fabrik einnehmen und diesen Jedi endlich töten. Und das gesamte Imperium wird tosen vor Triumph. Oho, endlich wieder ein Flashpoint. Yay. Herr Imperator? Ich werde mich ganz nach Ihren Spezifikationen richten. Wieder länger da. Interflottentransporter. Weil so eine Flotte besteht ja nicht nur aus einem Schiff, sondern aus mehreren und jetzt dürfen wir zu einem anderen reisen. Gemutet raus, gemutet raus! Jo, zur White Nova Fähre. Boah, ist die Flieger geil. Die kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Nice. Guck mal hier fliegen. Die sehen von vorne aus wie eine Ente. Ach Gott, ist das geil. Ja. Schutz und Schilde runterfahren. Das wäre erledigt. Aufs White Nova Kommandodeck, ne? Yep. Bin mir nie sicher, welches von beiden ich angucken muss.
Flashpoint, Entermannschaft. Okay, aber wir müssen erst noch da hinten. Was? Bis? Oder? Also hier hinten ist für die Entermannschaft noch der Story-Bereich. Alle hier? Die Red Shrike soll die Position halten, bis sie repariert ist. So nützen sie uns nichts. Jawohl. Und holt endlich eine Fähre für diese Ingenieure. Moff Fenir, Darth Malgus hat uns geschickt. Ah, der Angriffstrupp. Es ist eine Ehre, euch an unserer Seite zu wissen. Meine Flotte und ich werden euch unterstützen. Ihr führt uns im Namen des Imperiums an und wir werden folgen. Es ist noch gar nicht so lange her, da war ich noch eine Sklavin. Nun habe ich eine ganze Flotte unter mir. Ihr habt es verdient, mein Sith Lord. Sagt Darth Malgus, dass wir bereit sind. Darth Malgus an den imperialen Angriffstrupp. Der Gefangene des Imperators, der entflohene Jedi-Meister, hat uns unwissentlich ins Nantri-System geführt. Dort befindet sich die Fabrik, eine uralte, von Fremdlingen erbaute Raumstation, die in einen Asteroiden eingebettet ist. Das Potenzial der Fabrik ist noch ungewiss, aber der Jedi-Meister, der sie entdeckt hat, wird alles daran setzen, sie zu verteidigen. Die republikanische Flotte hält bereits dort Wache. Ihr sagtet, die Fabrik wurde von Fremdlingen entworfen? Ja, von einer Spezies, die diese Galaxis einst beherrscht hat und deren Technologie die unsere primitiv erscheinen lässt. Unser Jedi-Meister ist mit ihren Geheimnissen vertraut. Wir sind auf Abfangkurs zu einem republikanischen Kreuzer, der die Ausrüstung und Verstärkung für die Fabrik an Bord hat. Wir werden den Kreuzer mit einem Fangstrahl festhalten. Ihr werdet die Entermannschaft anführen. Sobald der Kreuzer in unserer Gewalt ist, könnt ihr damit an den republikanischen Verteidigungen vorbeischlüpfen und die Fabrik infiltrieren. Der Vertrag von Coruscant ist noch in Kraft. Kriegerische Übergriffe auf die Republik wären ein Verstoß dagegen. Der Vertrag bröckelt Tag für Tag. Das hier ist wichtiger, aber unterschätzt den Feind nicht. Wir sind in Reichweite des republikanischen Kreuzers. Setzen den Fangstrahl ein. Also haben wir jetzt wieder Feinde auf unserem Level. Wir haben sie. Los zur Luftschleuse und holt euch das Schiff. Nur so. Nee, das ist jetzt das, wo wir wieder entweder gegen Level 70er kämpfen, weil wir hochskaliert werden. Oder aber? Oder wir spielen es wieder mit den. Auf einfach mit den ganzen. Es gab Komplikationen. Mini-Robotoren nebendran. Ich fand das noch mal. Der Roboter. Okay, Missionsschwierigkeit, Veteran. Okay. Dann können wir rein. Yay! Ab durch die Pommes. Bist mir auch so eine Pommes. Enterzugang. Alright. Wir sind anscheinend doch auf. Hä? Ja, ich habe Veteran eingestellt, aber anscheinend funktioniert das nicht. Weil wir die Planet zum ersten Mal machen, keine Ahnung warum. Aber falls ihr noch wollt, hier ist noch ein Reparaturtypi. Ich hab nichts zum Reparieren. Ich hab noch Zeug, ich kann zum Verkauf. Sieht doch. Also ja, das ist auf jeden Fall für unser Level gedacht, weil hier Level 33 werden wir jetzt schon runterskaliert. Ich werde nicht runterskaliert. Ja, noch nicht. Ihr könnt den Gefechtsunterstützungsdruiden wegschicken. Bei euch in der Leiste ist das Symbol von dem Druiden so eine Waffe. Wenn ihr draufklickt, ist er weg. Okay. Hä?
Ich hab meinen auch weg. Über deinem Level und deinem Namen. Wo die XP-Buff ist und so, das ist er dabei, die Waffe. Hast du ne? Ja, Linksklick oder Rechtsklick? Rechtsklick. Aber ich werde immer noch nicht runterskaliert. Doch, doch, das steht hier in über deinem, neben deinem Namen 38, 33. Los. Nein. Langsamer mache. Ja. Sorry. Alles gut. Das war noch so im Questgebiet. Ja, die nächste Pulle. War zu spät. Kann ich mich irgendwie ich bin ja auch ungecharged. Ja, wir sind halt. Das gewohnt jetzt. Ja, das ist halt jetzt hier, sagen wir mal, härter als eine Heldenquest, vor allem da wir die Gefechtsroboter ja jetzt weggeschickt haben. Ja, sind wir jetzt schon schwieriger. Wir haben zwei große. Kann man da irgendwas machen? Ja, ich kann den linken. Foxy, die Fähigkeit Wirbel. Ja. Du den linken großen Roboter, ich den rechten großen Roboter und dann der Ingenieur zuerst. Ingenieur. Du machst. Gehst du auch auf die rechte Seite rüber? Der kleine, ja. Okay. Bin dann nicht. Am besten aber warten, bis die zu uns kommen, ein Stück zurückziehen. Okay, Beton, viel Spaß. Jetzt. Foxy? Ja, das lädt ein bisschen. Come on. Keine Flächenfähigkeiten. Steh bitte. Ingenieur habe ich. Denken dran, bei der Instanz ist es wichtig, hinterm Gegner zu stehen. Wie lange hält das hier oben? Eine Minute, so lange wie dein CD hält. Aber ich kann trotzdem weiterkämpfen oder so unter. Macht links erst, links stehen vom Fox. Mehr Power für alle. Uns die ganze Zeit. Hm? Was ist mit dem? Die kommen. Ach so, haben wir schon. Okay, alles klar. Passt schon. Was denn? Ich renn rein, zieh alles auf mich, oder? Ja, mach. Ich hab Akku. Ich meine, das kann man nicht ausstellen, dass wir außerhalb vom Kampf hochgeheilt werden. Das ist zumindest nicht mal ganz so easy. Mit den Robotern, die noch mitkämpfen.
Vielleicht geht die Instanz auch nicht auf Veteran, weil wir doch noch zu nah am Stufenlimit mit dran sind. Alle Crewmitglieder haben unverzüglich ihre zugewiesenen Sicherheitsposten zu beziehen. Wir wurden geentert. Links der Sanitäter, Heiler. Ist das schwer? Oh, ich häng völlig, was ist denn da? Weiß es nicht. Das ich habe zum auch ersten Mal Boss. Irgendwas einsammeln können. Das war kein Boss? Mhm. Dass er vorne sieht wie ein Boss aus oder auch nicht. Nee, er nicht. Links stehen Gegner. Mhm. Was haben wir jetzt gepult? Nix. Erst links, dann in der Mitte oder? Warte mal, ob das was pult. Geh mal geradeaus. Dass links nicht mitkommt. Jetzt laufen die da noch raus. Oh, da schießt noch einer aus der Ecke. Lass uns die Truppen besiegen, weil wir brauchen 50 Stück. Kein Problem. Wenn's nicht, und weil das ist Teil 1 von irgendeiner Bonusquest. Das heißt, wenn es mehrere Teile gibt, nicht, dass man dann was von der weiterführenden Quest deswegen verpassen. Oder zurücklaufen müssen. Das ist für Beton-Enter, wenn überhaupt. Nee, zu schlecht. Weil wenn Verteidigungswert ich... drauf ist. Ja, ist aber generell schlechter als das, was ich anhab. Autsch. Ja. Wo bist du? Ich kann dich nicht heilen. Ich hab mich gerade selbst ein bisschen umgeheilt. Ja, aber wenn du dich da in die Ecke verstellst, dann kann ich dich nicht heilen. Bis jetzt geht's doch aber. Vom Hallen her super. Nicht so hart wie Veteran, aber auch nicht so einfach wie wo die Druiden noch alle dabei waren. Da kommt jetzt ein Boss. Das ist okay. Waren ja alle geplündert?
Ja. Ich habe hier nicht viel zum Plündern gehabt, habe bis jetzt vielleicht zweimal was plündern können. Ich glaube, das ist dieses Gruppenplündern, wenn einer draufklickt, dass alle was plündern. Gibt es irgendwelches Vorwissen? Nein. Okay, alle durchpassen. Und da hinten drauf. Für die DDs hinten drauf, hinter der Box. Und lauf durch, lauf unten drunter durch, dass er dreht. Dreht. Sehr schön, danke. Lady, wenn irgendwas dazu kommt, sag es rein. Achtung, mich hat irgendwas weg, gerade gefesselt. Nicht in den Fallen stehen. Also ich weiß nicht, was es macht, aber ich würde halt einfach vermuten. Ja, es macht Aua. Diese Scheiße, dass ich nicht die Akku gehalten krieg. Bitch, nee, das macht der. Der hat mich schon wieder. Der greift zufällig ein Ziel und. Ach so. Und zieht das dann durch den Raum und deswegen dreht er sich um. Ich hab eine akkuparierende Fähigkeit. Was bringt von mir ohne? Da, jetzt hast du auch weniger Akku. Das gibt's auch schon. Charakter, ja, echt. Hast du Imperator Bewachen gegeben? Nee. Dadurch kriegt er ja auch weniger Akku. Jetzt hat er es aber. Bringt nichts. Doch. Der hat A die Blitzer gemacht und B Faux sie durch den Raum gezogen. Keine Panik. Alles gut gelaufen. Ich darf doch nie was auswählen. Also du war jetzt zum Beispiel blaue Gegenstände, aber du konntest nichts machen. Ja, weil das einmal die Beute von Foxy war und von mir. Aber der Boss könnte da was für uns haben, oder? Ja, ich habe ein neues Oberteil gekriegt. Ich verstehe das im System. Ich auch nicht, weil ich habe nichts Besseres bekommen. Aber passt schon. Also ich glaube, manchmal ist was für alle drin, manchmal nur für einen Teil. Bei mir waren Hände. Also doch was gekriegt. Ob die jetzt von dem Boss hin oder nicht, weiß ich nicht. Bei mir war nur so ein Kampf. Ein Fokus. Stern, was auch immer. Weiter? Ja, Fokus ist doch gut. Da kannst du auch einen Farbkristall reinmachen. Aber ihre Vorhut ist auf dem Weg zur Brücke. Neu formieren und das Kommandodeck verteidigen. Lauter Schütze. Wenn dann was für Impi. Aber doch besseres von Betonpoint und Reed. Hat jeder gelootet? Ich hab hier nichts zu looten. Ich glaube, das ist, wenn einer einsammelt, haben alle das. Ja, ich kann der Roboter gar nicht einsammeln, deswegen. Auf jeden Fall die Botschafterin zuerst. Sie heilt und sie heilt gut. Ich versuche den Ritter aus dem Kampf zu nehmen. Jetzt. Aber es kann sein, dass sie ihn rausholt. Ja, ich bin dabei. Das bringt nichts, die
Die heilt. Ja, ist auch blind gemacht. Die heilt. Und irgendwer hat den Typen rausgeholt. So, wahrscheinlich so ein, der ist down. Ich mach die Schütze nicht. Sorry. Das ist mein AI hier, tut mir leid. Alles gut. So, Schütte war jetzt wieder mehr Absprache. Es sind Jedis, ich erwarte Loot. Nix. Geh mal vor, wo müssen wir hin? Wir müssen sowieso alles, also die rechts mal. Wir müssen die blauen Dinger alle machen. Diese Com-Relais, das ist eine Bonus-Quest, da müssen wir 6 Stück von machen. Alles klar. Ich fühle meine rechte Hand nicht mehr. Oh. Beton, dir fehlen halt auch einfach noch so viele Tankfähigkeiten. Mit 58 gibt es einen Massenspot und so ja, Sachen. Ich hab keine Ahnung, ich weiß auch definitiv, das nächste Spiel hat, dass ich kein Tank mehr spiele, weil irgendwie fehlt. Das hier kaputt machen? Gut. Ja. In die Mitte weiter oder rechts die? Ja, weil Jedi, wir müssen 10 Jedis töten. Okay, also in die Mitte. Ich mach die hin und her. Jo. Aber da kommen wieder mehr. Naja. Fauxi links vorne, die Schützen. Die sind leicht. Also die restlichen müssten wir theoretisch nicht machen, weil keine Jedis dabei sind. Und ich sehe auch keine Comlinks, die wir brauchen. Okay. Überlevelt sind wir sowieso. Ja. Ja, 6 Level. Mitten rein. Wieder die ohne Symbol zuerst, weil die sterben schnell. Jetzt habe ich irgendwas geöffnet. Mich natürlich mit Symbol anlegen. Es ist halt, die ohne Symbol sind am einfachsten, weil die haben das wenigste Leben. Dann kommen die mit dem silbernen Symbol, dann die mit dem goldenen Symbol und dann die mit dem Stern. Jan, wo kriegst du das mal erklärt? So vom Spiel her gar nicht, ne? Gar nicht, ne? Ich meine, wenn du sie anklickst, siehst du ja, der ohne hat 2000 Leben, der andere schon 5000. Obwohl, es gibt ein Tutorial. Habt ihr das alle ausgeschaltet? Ein was? Ein Tutorial. Irgendwo gibt es ein Tutorial bei dem Spiel. Ich hatte gerade eben irgendwas aus Versehen geöffnet, während ich angeschossen wurde. Das siehst du, aber da stand nichts. Okay. Boss. Ich erkenne jetzt endlich, wie ihr Boss aussieht. Ja, das ist der Stern. Nee, immer wenn die komischen Dinger drumherum stehen. Die Koltopacks, ja. Ladies, machen ihr die zwei raus oder wie machen wir das? Nein, die müssen sterben. Die müssen sterben. Die müssen sterben, weil die holt sie raus. Sie kann sie immer wieder rausholen.
Also ich versuche den rechten hochzuhalten und ihr tötet erst den linken. Der linke zuerst, gut. Und Beton, was macht er? Tanken. Sie und ihn oder wie? Ja, beides. Genau. Okay, oder? Okay, okay. Drei, zwei, eins. Wenk ihn mal ab, der mag mich gerade. Ein wenig. Ich bin schon da. Jetzt. Achtung, Gegner. Die Kleinen zuerst. Und dann den Großen. Hast du denn schon geackert? Jetzt. Kein Gegner. Stand. Ui, und haben Spaß an mir. Ja, mal nicht. Ich komm doch genau. Ich seh dich nicht. Der in der Mitte steht. Dieses Mädchen da mit der riesen Waffe. Wenn du irgendjemand hast, der dir folgt, ruhig bei mir vorbei Bescheid sagen, dann mache ich meine Dreierattacke, ist zerfleischen, was mehrere Gegner auf einmal hittet, wenn sie in den Ranks sind. Dann darfst du auf keinen Fall wegrennen. Wir rennen da ja alle nur wegen der Gegend. Ja, und dann müssen wir da nur noch weiter nur rennen, das geht nicht. Ja, entweder zu uns oder halt laut was sagen. Das Beste. Das sind doch hier die Ritter. Ja, wieder dein Botschafter zuerst. Ja,